Hallo zusammen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir befinden uns derzeit mitten in den Wintertests und heute der ultimative Test. Wir fahren heute im Williams ein 25% Rennen auf der maximalen Schwierigkeitsstufe 110 ohne Fahrhilfen, denn unser Manager hat gesagt, wenn wir uns für eine neue Saison beweisen wollen, dann müssen wir das im Williams tun und das gehen wir heute an. Das Ganze auf einer Hochgeschwindigkeitsstrecke wie Belgien, da kann sich der Williams mal richtig beweisen. So, und wir fahren auf einer Renndistanz von 25% und auf Ultimativ. Wir haben alle Fahrhilfen ausgestellt auf Elite. Das Wetter stellen wir auch mal auf dynamisch ein und dann geht's jetzt auch direkt los. Viel Spaß! Und die Ampeln sind an. Wir gehen auf Hotlap-Modus. Und los geht's. Und unser Teamkollege kommt hier richtig gut weg. So, wir schleichen uns jetzt von hinten an und ziehen jetzt mal innen rein. Das hat nicht viel genutzt. Wir sind immer noch letzter. Aber jetzt vielleicht auf der Langgeraden. Volles Benzingemisch auf Fett. Und dann können wir an unserem Kollegen vielleicht jetzt hier vorbeigehen. Im Williams. Möglichst spät hier anbremsen. Hab da die Außenbahn. So, auf der Außenseite vorbei. Und er ist immer noch neben uns. Er ist immer noch neben uns. Wir können jetzt uns hier reinbremsen. Heilige Maria. Was ist das für ein Battle hier? Wir sind immer noch im Überholmodus auf Fett. Auf dem fetten Benzingemisch. So, schalten wir mal runter. Bisschen ERS sparen jetzt. Wir sind auf Platz 19. Wir haben unseren Teamkollegen geschnupft erstmal. Vorerst. So, und jetzt wieder auf volle Power. Oh, aber Russell ist hier richtig on fire. Was geht denn hier ab? Richtig on fire, unser Kollege. Wir jagen dem Feld hinterher. Ah, ein Tick zu spät gebremst. Ich habe so ein Gefühl, dass das jetzt ein richtig harter Zweikampf wird. In diesen 11 Runden, die wir hier absolvieren müssen. Aber das Feld ist noch in Sichtweite. Und wir schalten wieder auf RS4, um hier möglichst weit wegzukommen. Denn in der nächsten Runde ist DRS erlaubt. Ja, er kommt nicht näher. Er kommt nicht näher. Vielleicht können wir nach vorne noch ein paar Plätze gut machen. Eieiei, echt schwierig, dieses Teil zu fahren. Ich bin ja normalerweise den Mercedes gewohnt. Sehr viel untersteuern. Oh, jetzt kommt er richtig nah ran hier. Volle Verteidigung. Es wird richtig hart hier. Nebenher noch quatschen. Ich muss echt aufpassen, dass hier mein ERS nicht zunichte geht. Direkt im Windschatten. Wir müssen uns jetzt wieder verteidigen. In die nächste Kurve rein. Das Feld haben wir schon ein bisschen aus den Augen verloren. Immer noch so dicht dran. Und jetzt ist DRS erlaubt. Jetzt müssen wir hier einen ordentlichen Exit bekommen. Das hat schon mal ganz gut funktioniert, aber wir haben fast kein ERS mehr. Wir müssen uns aber auf jeden Fall hier
über die lange Gerade retten, aber das wird nicht funktionieren, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ah, er ist weit genug weg. Er ist weit genug weg. So, jetzt nur konzentriert bleiben. Und wir müssen natürlich so ein bisschen auf unsere Motorpower ein bisschen aufpassen, ein bisschen besser einteilen. Eieieiei, der Williams. Ich fass es nicht. Und gelbe Flagge. Ist da vorne was passiert? Ja, da ist ein Sauber ganz langsam unterwegs. Wir haben wieder einen Platz gut gemacht. Oh, Safety Car! Safety Car! Wir haben tatsächlich ein Safety Car jetzt auf der Strecke. Und das könnte uns die Möglichkeit jetzt hier verschaffen, hier noch weiter nach vorne zu kommen. Denn wir werden jetzt in die Box gehen. Wir werden auf jeden Fall jetzt in die Box fahren und uns die gelbe Reifenmischung holen. Und dadurch, dass unser Teamkollege jetzt direkt hinter uns in die Box fährt, haben wir natürlich einen Vorteil. Aber es sind alle Kollegen hier in der Box. Alle Kollegen sind in der Box. Komm, 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 komm doch! So, wir sind auf P17 im Moment. Das Benzingemisch auf Mager gestellt. Und jetzt ist Safety Car Time. Safety Car Time. So. Und ich würde sagen, solange das Safety Car jetzt draußen ist, machen wir ganz, ganz kurz Splitscreen-Werbung. Denn jetzt haben wir ein bisschen Zeit für einen Werbeblock. Also wir sind gleich wieder da. Die Bilder bleiben bei euch. Wir machen Splitscreen-Werbung. Kennen Sie die Situation? Sie haben einfach keine Power im Heck, möchten sich aber gegen Ihre Konkurrenz in der Formel 1 behaupten? Dann haben wir jetzt die Lösung für Sie. Kaufen Sie sich jetzt das verstaubte Modell des Ferrari F1 von 2006 in der Michael Schumacher Edition. Mit diesem Auto können Sie auf jeden Fall dem Druck der heutigen Formel 1 Saison standhalten. Dieses Auto hat alles, was Sie sich von einem Formel 1 Boliden versprechen. Dynamik, Aerodynamik, voller Benzinverbrennungseskalationsmotor. Er ist außerdem ein wahres Aerodynamikwunder. Fahren Sie Zeiten wie nie zuvor. Außerdem ist dieses Auto der ideale Schlafpartner, wenn Sie sich im Bett mal einsam fühlen. Der Ferrari F1 428. Das Auto für Wunder, wenn Sie dem Feld hinterherfahren. So, wir sind zurück aus der Werbung und das Safety Car kommt auch diese Runde gleich rein. Das Timing war insofern sehr, sehr gut. Ich war zwischenzeitlich noch kurz was essen, aber jetzt wird es gleich wieder abgehen hier. Das Feld geht wieder auf die Reise. Wir haben einen Neustart und wir sind aktuell auf Platz 17. Und wir müssen jetzt aufpassen, nicht einschlafen hier. Wir gehen jetzt direkt wieder ins fette Benzingemisch. So, und jetzt geht's gleich los. So, und das Feld geht wieder auf die Reise. Und da habe ich ein bisschen den Anschluss verloren. Bremsen wir uns wieder innen rein. Wieder auf den Überholmodus. ERS ist jetzt wieder fast voll. Oh. Ich muss
muss ich ganz, ganz leicht kurz vom Gas gehen. Und Gasly, den müssen wir jetzt irgendwie hier abhalten. Bisschen verteidigen jetzt hier auf der rechten Seite. Oh, aber der zieht vorbei, der zieht vorbei, der ist einfach zu schnell. Da hat einfach die Power nicht gereicht, hier Gasly von uns fernzuhalten. Und Russell im Angriffsmodus. Unser Teamkollege ist wieder im Angriffsmodus. Oh, der drückt wieder richtig hier. Das wird ein richtig krasser Zweikampf hier noch die letzten Runden. Wir sind jetzt dann bei der Hälfte des Rennens angekommen. Er lässt mich hier nicht in Ruhe. Er lässt mich nicht in Ruhe fahren. Das ist aber echt schwer nebenher zu quatschen auf 110 KI. Das muss ich ganz ehrlich gestehen. Boah, er ist ganz, ganz dicht dran. Wir können ihn aber nochmal davon abhalten, uns zu überholen. Ja, da geht direkt schon wieder das ERS aus. Wow. Ja, jetzt sind wir fällig. Jetzt sind wir vermutlich fällig. Durch diesen krassen Quersteher jetzt hier in der ersten Kurve. Kommt ihr hier ran? Die Williams im Zweikampf. Aber er ist noch weit genug weg. Er ist noch weit genug weg. Wir haben das Duell wieder mal gewonnen. In Runde 7. Oh, echt träge dieses Auto. Ganz, ganz schwer zu fahren. Er zieht wieder an. Jede Kurve perfekt treffen. Man muss natürlich auch sagen, dass das Ganze hier auch gar nicht unbedingt so einfach ist. Auf Schwierigkeit 110. So, jetzt wieder ins fette Benzingemisch, aber Russell greift jetzt an. Russell greift an. Aber er traut sich nicht. Er traut sich nicht, hier außen vorbeizugehen. Und somit können wir ihn wieder abwehren zur letzten Schikane hin. Oh, da kommen wir ganz weit raus. Oh, der beschleunigt richtig gut und da habe ich richtig geschlafen. Und DRS ist wieder aktiviert. So. Wir haben den Platz gegen Russell jetzt verloren, aber wir sind direkt im Windschatten. Direkt im Windschatten und haben das DRS. DRS ist auf und wir können wieder vorbeigehen. Wir haben jetzt richtig Überschuss und gehen wieder vorbei. Was für ein Duell. Oh, und da liegen Teile. Da liegen Teile. Sind nur noch 18, nein 19 Fahrer sind noch dabei. Alter Schwede, ich pack's echt nicht. Die Frage ist, wäre er schneller unterwegs? Spart er jetzt seine ganze Power, sein ganzes Benzin und überrascht uns dann am Ende. Oh! Ach du Heilige! Kein Schaden am Auto, kein Schaden. Und nebeneinander hier.
Oh, ei, ei, ei. Was für ein Duell. Ich glaub's nicht. Aber die Power geht aus. Die Power geht aus. Und jetzt sind wir ganz klar im Nachteil. Ganz klar jetzt hier im Nachteil. Wir haben keine Power mehr zur Verfügung auf der langen Geraden. Die Reifen sind schon ein bisschen kalt geworden irgendwie. Eieiei, wir sind bei 0 ERS. Ich rette mich hier durch die Kurven. Oh, direkt. Er klebt einfach am Heck. Lebt einfach am Heck. Und ich muss hier echt brettern. Richtig, richtig einen rauslassen jetzt. Ich weiß auch gar nicht, wo ich jetzt noch Power sparen soll. Boah, richtig hartes Untersteuern und jetzt zieht er wieder vorbei. Er ist wieder neben uns. Unser Teamkollege wieder direkt neben uns. Und ich glaube, da müssen wir jetzt dieses Mal den Kürzeren ziehen, ja. Können wir hier innen reinstechen? Ah, das ist zu riskant. Das ist zu riskant. Und Russell wieder vorne. Wir haben aber DRS. Oh, Sainz kommt aus der Box. Direkt vor uns. Eieiei, ganz schlechtes Timing. Haben wir noch Power übrig? Bitte, bitte, bitte. Oh, Sainz greift Russell an und wir können uns daneben setzen. Und außenrum vorbei. Boah, was war denn das für ein Manöver, bitte? Und da verbremsen wir uns richtig hart. Er ist wieder innen. Oh, was für ein Zweikampf. Wir haben noch Benzin, wir haben noch Benzin übrig. Aber wie easy der McLaren da vorbeizieht. Wie easy der einfach vorbeizieht. Ich hoffe, der Motor überhitzt jetzt nicht. Oh, die Spannung steigt. Wir haben ihn ein bisschen abschütteln können. Ein klein wenig abschütteln können. Jetzt werden wir noch mal ein kleines bisschen ERS sparen müssen. Jetzt aufpassen, jetzt geht's gleich in die letzte Runde. Es geht in die letzte Runde. Und wir schalten wieder auf maximale Power. Oh, leicht verbremst. Leicht verbremst. Jetzt alles, was geht, auf die Gerade. Da kommt er angeschossen, da kommt er angeschossen, Williams. Oh, das wird richtig knapp, das wird richtig knapp. Wir haben ihn aber abgewehrt. So, wir sollen auf Benzingemisch 2 gehen, sagt unser Rennchef. Oh, die habe ich nicht gut gekriegt. Jetzt irgendwie vorne bleiben. Irgendwie vorne bleiben. Wir sind auf P18.
So, und für die letzte Gerade packen wir nochmal den Hammer aus. Jawohl. Gut rausgekommen. Und jetzt geht's gleich in die letzte Schikane. Wir sind auf P18. Und Russell kommt uns da nicht mehr nah. Er kommt nicht hinterher und wir gehen in die letzte Kurve. In die letzte Schikane. Und wir haben uns tatsächlich durchsetzen können. Gegen unseren Teamkollegen. Platz 18 auf 110 KI. Das ist nicht so einfach, wenn man nebenher noch ein bisschen quatschen will. Was für ein Duell, echt krass. Was für ein Duell. Und Lewis Hamilton gewinnt das Ganze hier. Was für eine Überraschung. Und in diesem Sinne war es das auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, ihr bleibt weiter dran an meinem Kanal. Gerne natürlich einen Daumen oder ein Abo da lassen. Ich würde mich drüber freuen und wir sehen uns ganz bestimmt im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao. Haut rein.